Daten, große Datenmengen sind wichtig, um Erkenntnisse zu erzielen. Und Sie haben heute hier einen Vortrag gehalten über Private Capital Analytics und stellen auch verschiedene Modelle vor, die für institutionelle Investoren im Alternative-Bereich sehr wichtig sein können. Habe ich das richtig zusammengefasst? Richtig, genauso ist es. Wunderbar, sehr schön zusammengefasst. In der Tat, wir veredeln diese Daten, die wir bei Private Capital Investoren und Fondsmanagern sehen und werten daraus schöne Informationen aus. Ja, dann lassen Sie uns mal Einblick bekommen in den Vortrag für die, die vielleicht nicht teilnehmen konnten. Was genau macht Ihr Unternehmen? Wo kommen die Daten her? Wo kommt die Intelligenz her? Und wie sehen die verschiedenen Modelle aus? Also die Daten sammeln wir entweder aus unseren Investments, die wir eigentlich servicieren, selber ein, oder aber wir kaufen externe Daten zu. Die Intelligenz, die ist im Haus entstanden sozusagen, das ist die Modellwelt, die wir in der Assetmetrics aufbauen, wo wir eben versuchen, aus diesen Daten tatsächlich Informationen zu entwickeln. Die performance-relevant oder risikorelevant sind oder beides? In der Tat, es gibt diese verschiedenen Segmente. Wir machen ein Prognostikmodell, das macht also im Prinzip Forecasting. Wir machen ein Risikomodell, wo wir die sozusagen Risk-Return-Maschinerie abgreifen können. Wir machen auch Benchmarking-Modelle. Wir haben eine ganze Suite an Modellen. Je nachdem, was der Investor gerade von uns abfordert, würden wir seine Daten so veredeln, dass wir daraus mehr Informationen ziehen, als er das selber kann. Ja, wenn ich an Prognostik denke, das ist ein Blick in die Zukunft. Aber Ihre Gesprächspartner hier werden natürlich sagen, wie funktioniert denn das Modell? Gibt es empirische Bestätigungen, dass die Intelligenz auch am richtigen Platz ist und die Daten auch stimmen? Denn wenn Sie gute Ergebnisse erzielen, dann wird man gerne mit Ihrem Baukasten arbeiten, oder? In der Tat, das ist etwas, was wir natürlich vertestet haben. Ja, wir entwickeln ein Modell, können aber dann auch später sagen, was hätten wir denn eigentlich vor 3 Jahren vorhergesagt? Und dieses Backtesting, das zeigt, dass wir tatsächlich eine schöne Performance hinkriegen. Also in unserem Prognostikmodell haben wir im Prinzip die Idee verfolgt, dass wir ein geschlossenes Formelsystem für so einen Alternative Investment Fonds generieren müssen, sodass alle Bestandteile dieses Fonds zusammenspielen, konsistent ineinander spielen. Darüber hinaus haben wir die Statistik bemüht. Das heißt, wenn wir über Prognose sprechen, sprechen wir auch über Unsicherheit in dieser Prognose. Da ist Statistik das Mittel der Wahl. Ähnliches gilt für das Risikomodell. Im Risikomodell, wir sprechen auch davon, dass wir sehr unwahrscheinliche Zustände abbilden müssen, die aber tatsächlich eintreten können. Die Wahrscheinlichkeit dafür, die schätzen wir ab. Im Benchmarking ist nicht sehr viel anders. Da ist die Interessenslage des Investors diejenige, naja, wie gut ist eigentlich jetzt der Fonds tatsächlich, den ich gewählt habe, versus einer anderen Wahl, die ich hätte auch treffen können. Machen wir es mal konkret. Wenn ich jetzt ein Investor wäre, ich habe die Verantwortung für 500 Millionen Euro, die ich anzulegen habe, wie kann ich konkret mit Ihrem Instrumentenkasten, wenn ich es mal sagen darf, mit Ihren Analytik-Tools arbeiten? Naja, im Prinzip ist die Analytik das, was wir eigentlich die Kür nennen würden. Wir in der Assetmetrics bieten auch die Pflicht an. Also wir würden auch die ganze Servicierung der Fonds übernehmen. Wenn wir die Daten im Haus haben, können wir aber diesen Zusatzservice liefern, nämlich analytische Modelle draufzusetzen und dann eben genau Prognostik, Risiko, Benchmarking auch mit anbieten. Wie kann man das schaffen mit Ihrem Tool, dass man sagt, ich bin auf Dauer besser als ohne dieses Tool? Die Frage wird wahrscheinlich ganz oft an Sie gerichtet. Was sagen Sie darauf? Also wenn wir jetzt nochmal über diese Kür sprechen, das was nicht sein muss, aber sein kann, dann ist der Mehrwert natürlich Transparenz und bessere Entscheidungsgrundlage. Tatsächlich, wir sind in der Assetmetrics völlig unabhängig. Wir sammeln diese Daten, wir mischen uns nicht in die Anlageentscheidung ein. Wir geben nur die Grundlage für eine transparente Anlageentscheidung. Wo kommt der darüber hinausgehende Mehrwert raus? Das Modell ist ja nun, sag ich mal, der Krips, den Sie vielleicht auch da reinbringen mit Ihrem Team. Ein mehr an Performance zu haben oder ein weniger an Risiko bei gleicher Performance, da muss ich ja schon überzeugt sein, dass es auch so stimmt. Aber wie kann ich das umsetzen in der täglichen Arbeit? Wahrscheinlich ist es gerade Letzteres, was Sie gerade gemeint hatten, nämlich das weniger an schlechter Performance, ja, dass Sie tatsächlich abschneiden können, wenn Sie bestimmte Regeln befolgen. Denk mal ans Risikomodell, ja. Wenn wir Ihnen zeigen, durch welche Diversifikationspotenziale Sie Risiko reduzieren können, Rendite heben können, dann haben Sie gewonnen. Das ist im Private Capital Bereich nicht so einfach, wie es im Public Market wäre. Von daher brauchen Sie tatsächlich diese analytischen Tools. Dann wünsche ich Ihnen, lieber Herr Dr. Rieder, viel Erfolg mit diesem spannenden Thema, denn Datenanalyse, ich denke mal, das haben jetzt viele auch auf der Agenda, denn es ist technisch alles Mögliche geworden durch tolle Software-Tools und durch die Verfügbarkeit der Daten. Dankeschön. Dankeschön.